Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns das neueste Fahrzeug aus dem Autopass an, und zwar hier die 2020er Audi S3 Limousine. Und ich würde sagen, wir lassen heute sofort die Action sprechen und deswegen geht es jetzt damit direkt auf die PXH-Teststrecke. Und mit dem Start der Runde schauen wir direkt mal aufs Datenblatt und sehen im Herzen einen Motor, den wir bereits beim Audi TT RS gesehen haben, nämlich den 2,5 Liter rein 5-Zylinder Turbomotor, der 400 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment leistet. Auch beim Getriebe ist erneut das 7-Gang S-Tronic-Getriebe am Start, also das Doppelkupplungsgetriebe von Audi. Beim Gewicht schlägt die S3 Limo bei 1,6 Tonnen zu, was ich persönlich schon echt schwer finde für so ein, in Anführungsstrichen, kleines Fahrzeug. Ne, die Basis ist ja hier immerhin noch ein Audi A3, also schon eine eher kleine Fahrzeugklasse. Aber das zeigt halt auch wieder sehr gut, wie die modernen Fahrzeuge immer größer und auch immer schwerer werden. Gut, klar, zur Verteidigung des RS3 muss man natürlich sagen, dass hier ein Allradsystem, also der Quattro, verbaut ist. Und der bringt ja wiederum auch nicht nur Gewicht auf die Waage, sondern bringt ja auch Vorteile. Zum Beispiel beim Sprint von 0 auf 100, also aus dem Stand heraus, da schafft er das nämlich in 4,1 Sekunden. Und hier und da haben manche Tester in Real Life sogar den RS3 in unter 4 Sekunden getestet. Also das bringt dann natürlich schon ein bisschen was. Die Höchstgeschwindigkeit, um das einfach vollständig zu machen, wird dann elektronisch abgeregelt bei 250 km/h erreicht. Gegen einen kleinen Aufpreis kann man das Ganze aber auch auf 280 km/h erhöhen. Ja, soweit so gut zu den technischen Eckdaten. Viel wichtiger ist jetzt aber, wie fährt sich denn diese RS3 Limo auf unserer PXH-Teststrecke? Und da war ich im ersten Moment echt ein bisschen überrascht. Allerdings nicht unbedingt im Positiven. Insbesondere die Bremse ist sehr enttäuschend. Ja, er hat nicht nur einen, ich sag jetzt mal, längeren Bremsweg, wobei das kann man eigentlich so ein bisschen verschmerzen. Das Problem ist, die Bremse blockiert extrem schnell, was ein in die Kurve reinbremsen fast unmöglich macht. Das heißt, man muss eigentlich fast immer bei sehr geraden Stücken bremsen, sehr leicht nur bremsen, immer in der Gefahr, dass das Fahrzeug dann anfängt zu blockieren und vor allem, dass die Hinterachse dann ausbricht. Also ein klassisches Beispiel von Lift-of-Oversteer ist hier ganz, ganz extrem. Des Weiteren ist auch das Fahrwerk, finde ich, nicht so optimal. Der schaukelt sich extrem schnell auf, also schnelle Lastwechsel von links nach rechts und von rechts nach links sind hier irgendwie gar nicht so richtig möglich. Also da hat er auf jeden Fall seine Defizite. Deswegen muss man sehr ruhig, sehr bedacht fahren mit diesem Fahrzeug, sehr präzise fahren, um da wirklich seine Leistung entsprechend auf den Asphalt zu bringen. Und am Ende steht mit einer 2 Minuten 14.168, denke ich mal, eine ganz ordentliche Zeit da. Die Runde war dann auch sehr sauber, wie man gerade gesehen hat, aber das sah tatsächlich nicht immer so aus. Also ganz, ganz oft das Fahrzeug dann in den Drift bewegt oder dann beim Anbremsen, wie gesagt, ist ein Rad stehen geblieben oder dann ist die Hinterachse rumgekommen. Also der hat ja wirklich richtig krasse Schwächen, was mich doch echt überrascht hat, weil, wie gesagt, das ist ein RS3, ja. Da steht das, ja, das Kürzel RS drin. Also von dem her, das Erste, was wir hier mitnehmen, ist auf jeden Fall, wir brauchen bessere Bremsen, die einfach ein bisschen mehr, ja, Spielraum zulässt, die nicht so schnell blockiert. Wir brauchen auf jeden Fall ein strammeres, härteres Fahrwerk. Und dann ist eigentlich schon das meiste getan. Klar, natürlich können wir auch nochmal eine bessere Reifenmischung anbringen. Wobei, der hat serienmäßig Sportreifen. Also die Sportreifen, an denen liegt es nicht. Ja. Klar kann man auch den Reifenquerschnitt erhöhen, vorne wie hinten. Ja. Das würde auch nochmal Stabilität bringen. Aber in erster Linie sind die Baustellen Bremsen und vor allem auch Fahrwerk. Wenn man das löst, dann kann der RS3 hier, glaube ich, nochmal viel, 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 viel schneller agieren. Der lässt tatsächlich sehr viel Potenzial liegen. Also ich sage jetzt mal so, wenn man den jetzt auf 750 tunen würde, dann wäre er wahrscheinlich im Verhältnis zu seinem Leistungsindex nochmal deutlich konkurrenzfähiger als jetzt eben hier mit diesen 734, die er hat in der Serie, weil er halt einfach doch stark dazu neigt, halt einfach auch mal, ja, auszubrechen oder dass man das Fahrzeug einfach verliert. Aber da gerne auch mal Feedback geben in die Kommentare an all diejenigen, die selber Outpass-Besitzer sind und das Fahrzeug schon ausgetestet haben. Wie findet ihr ihn denn so in der Serie? Hattet ihr auch diese Probleme oder gar nicht? Man darf ja auch nie vergessen, bei dieser Teststrecke da gehe ich halt einfach immer in die Vollen, ja, da gibt es keinen, ja, mal so, mal gucken oder so, sondern hier wird immer Vollgas gegeben. Dementsprechend fallen mir dann diese extremen Fehlerchen, sage ich jetzt mal, schon sehr schnell auf. Aber naja, für das können wir jetzt ja gleich tunen. Ist ja auch schade, wenn es, oder es wäre ja auch komisch, wenn jedes Fahrzeug, so wie in der letzten Folge mit dem GT3, immer so perfekt fährt. Dann hätten wir ja beim Tuning nichts mehr zu tun. Hier haben wir auf jeden Fall gleich schon mal eine Aufgabe. Und um die zu bewältigen, würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zu unserem Häuschen, beziehungsweise in den Forza Vista Modus. Da können wir auch nochmal einen Blick
auf den RS3, auf die RS3 Limo werfen. Und vielleicht, um das auch klar zu machen, warum ich immer Limo sage, also ich kenne ihn halt als Audi RS3 Limousine. Ich glaube, so wird er auch im deutschsprachigen Raum vermarktet. Ich glaube, im ausländischen Raum, sage ich jetzt einfach mal, also im englischen Raum, wird er als RS3 Sedan vermarktet. Deswegen ist er hier im Spiel auch als Sedan und nicht als Limousine mit drin. Aber ich glaube, es ist beides korrekt. Aber an die ganzen Audianer da draußen, korrigiert mich da oder beziehungsweise klärt mich gerne auf. Also da bin ich jetzt auch nicht vollends im Thema drin. Aber für mich ist es halt die RS3 Limousine. Und ja, wenn wir schon mal ein bisschen von dem Fahrzeug erzählen, vielleicht kurz um einfach alle abzuholen, wo können wir das Fahrzeug überhaupt so ein bisschen einsortieren. Also erst einmal handelt es sich hierbei um die zweite RS3-Generation. Die erste haben wir ja hier mit im Spiel und die erste Generation gab es auch nur als Sportback, also als Hot Hatch. Und auch diese zweite Generation wurde ursprünglich 2015 nur als Sportback vorgestellt, damals mit noch einem etwas schwächeren 2,5 Liter Reihen 5-Zylinder Turbomotor. Der hatte nämlich 367 PS und 465 Newtonmeter Drehmoment. Das wurde dann tatsächlich geändert mit dem Facelift. Das kam 2017 raus und mit dem Facelift kam dann auch eben diese Limousine mit dazu. 2019 gab es auch nochmal eine Überarbeitung, aber die war eher nur so leicht. Deswegen hier halt in dem Fall das 2020er Modell, aber vom 2017er zum 2020 Modell gab es jetzt nicht die Riesenänderungen, würde ich jetzt mal behaupten. Also auf jeden Fall wurde der Motor dann ein bisschen verbessert. Um da vielleicht auch mal drauf einzugehen, was haben sie denn getan, um eben von diesen 367 PS auf glatte 400 PS zu kommen? Naja, sie haben so einmal die Zylinderlaufbahn überarbeitet, es gab eine komplett neue Kurbelwelle sowie auch ein neues Kurbelgehäuse aus Aluminium und das alleine hat das ganze Motor oder den ganzen Motorblock schon mal 26 Kilogramm leichter gemacht, also da wurde schon mal ordentlich auch Gewicht erspart und zusätzlich on top kommt noch ein duales Einspritzsystem zum Einsatz und so konnte man eben die Leistung auf 400 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment steigern. Also da wurde auf jeden Fall ein bisschen Hand angelegt, das ist ja sehr schön und wie schon gesagt, der Motor kommt auch so im TTRS zum Einsatz, den wir uns ja auch schon vor einigen Folgen angeguckt haben. Für diejenigen, die die Folge nicht gesehen haben zum TTRS, das war Folge 83 hier in diesem Let's Play. Hab gerade mal geguckt auf meinen Spickzettel, wo denn alle Folgen überhaupt sind. Ja, ansonsten kann man sagen, im Innenraum ist der RS3 relativ ähnlich zum A3. Da hat sich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, nicht ultra viel getan. Ne? Also ein bisschen hier Alcantara und Sportsitze und so weiter und so fort. Aber ich glaube, vieles kann man da auch beim ganz normalen A3 optional dazu bestellen. Aber hier halt schon quasi in der Basis das Feinste mit am Start. Des Weiteren kann man sagen, dass es optional Keramikbremsen gibt. Und ich glaube, die sind hier eben nicht am Start. Also es sieht zumindest mal für mich nach einer typischen Stahlbremse aus. Und das würde ja schon zumindest mal erklären, warum das Fahrzeug vielleicht nicht ganz so geil sich bremsen lässt. Also hier die Keramikbremse dran, was wir gleich dann machen werden. Dann ist da schon eine Aufgabe. Ja, oder eine Aufgabe erledigt, um das Fahrzeug ein bisschen sportlicher hinzubekommen. Ansonsten gibt es optional noch einen Sportauspuff, welchen man dazu bestellen kann. Kann ich dir jetzt aber nicht sagen, ob der tatsächlich schon am Start ist hier im Spiel oder nicht. Dazu kenne ich mich wenig aus. Auch da wieder der Aufruf an die Audianer, die da völlig Ahnung haben. Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass das, was man jetzt hier so aluminiummäßig am Diffusor sieht und auch vorne so aluminiummäßig sieht, das kann man auch tatsächlich in Schwarz bestellen. Also ich glaube nicht, dass es Carbon ist, ich bin mir da nicht so sicher, aber halt auf jeden Fall, ja, ich sage jetzt mal schwarz eloxiert bestellen und ganz ehrlich, ich finde es tatsächlich auch schöner. Ich mag diese hellen Töne gar nicht, das ist auch ganz extrem beim aktuellen RS6, finde ich, weil der hat ja so, wie soll ich sagen, so über den Endron so Art Höcker und wenn die schwarz sind, alles cool, wenn die aber so mit diesem, ja, Aluminium-Optik sind, finde ich das echt nicht hübsch. Ich meine, das ist Geschmackssache, ganz klar, aber mein Geschmack trifft das tatsächlich nicht. Also lieber dunkel halten, ich glaube, das sieht dann einfach irgendwie mit am besten aus. Klar, im besten Falle wäre es Carbon, ja, gerade bei so einem RS-Modell wäre das natürlich schon ganz schick. Ja. Gut, ansonsten, mehr will ich groß gar nicht sagen. Wie gesagt, ich möchte heute ein bisschen mehr die Action auch sprechen lassen und deswegen gehen wir vielleicht erstmal noch zu den Designs, zu den Herstellerfarben. Und achso, was man noch vielleicht sagen kann, er ist tatsächlich auch nicht mehr der neueste RS3. Mittlerweile 2021 oder Mitte 2021 wurde die dritte RS3-Generation vorgestellt. Und genau, die wurde dann tatsächlich gleich mit Sportsback als auch Limousine vorgestellt. Deswegen ist der schon auch tatsächlich nicht mehr der neueste. Aber da muss man die Entwickler in Schutz nehmen. Die sagen ja selber, dass sie ungefähr ein Jahr brauchen, um ein Fahrzeug mit ins Spiel zu bringen. Also ja, da hätten sie sich sehr krass bemühen müssen, um den neuesten RS3 direkt hier mit reinzubringen.
Also von dem her haben wir schon noch ein relativ aktuelles Modell hier mit dazu bekommen. Wie gesagt, es ist das 2020er Modell. Können Sie nichts dafür, dass 2021 dann schon die nächste Generation kam. Ja, um vielleicht das auch nochmal ein bisschen mit Kürzel vielleicht einzusortieren. Also der R3 hier basiert auf dem A38V bzw. 8VA, weil es ja ein Fünftürer ist. Und die nächste Generation basiert dann halt eben auf dem 8YA. Ja, um das auch mal noch erwähnt zu haben. So, wir haben dieses Rot, das Audi Sportrot, finde ich natürlich sehr geil. Oder natürlich hier auch Kreide so ein bisschen. Aber ich glaube, wir bleiben mal bei dem Blau. So wurde auch präsentiert. Ja, der Nachfolger, also den ich gerade erwähnt habe, also die dritte RS3-Generation, die wurde tatsächlich in so einem richtig Giftgrün präsentiert. Ja, also das sah natürlich auch wild aus, so in die Richtung quasi. Sah natürlich auch richtig wild aus, aber wir bleiben mal hier bei dem authentisch. Wobei, was ich glaube ich schon mal weiß, was ich auf jeden Fall ändere, sind die Bremssättel. Ja. Ich mag dieses Rot gerade jetzt hier vielleicht nicht. Ich hätte Bock auf so ein Lila-Blau, fände ich ganz geil. Sowas in die Richtung. So, feier ich, mache ich einfach. Zack. Und ob wir die Felgen gleich nochmal umfärben, werden wir ja gleich nochmal sehen. Aber auf jeden Fall hatte ich das von Anfang an vor, ja? Das so zu machen. So, jetzt gehen wir aber ins Tuning. Wie gesagt, heute mal wieder. Ja, ich muss die Leute enttäuschen, die immer einen Vollaufbau sehen wollen. Aber ich glaube, ein Vollaufbau bei dem, weiß ich nicht. Macht auf der Autobahn vielleicht Spaß, aber sonst eher nicht. Und gerade weil der so Schwächen in der Serie hat, will ich natürlich diese Schwächen ausmerzen. Deswegen bleiben wir heute nah an der Serienleistung, das kann ich schon mal sagen. Nichtsdestotrotz gucken wir uns alles trotzdem an. Also wir haben einen 6,2 Liter V8 am Start, wir haben 1,6 Liter rein 4-Zylinder Turbo Rally, den wir wechseln könnten, den 5,2 Liter V10, also das bleibt ja dann in der Familie, wir verdoppeln quasi die Zylinderanzahl vom 5-Zylinder auf den V10, also auf den 10-Zylinder, aber machen wir nicht. Racing 3 Liter rein 6-Zylinder Turbo geht auch, aber ja, also wenn wir einen 5-Zylinder haben, dann klar, maximal 10-Zylinder, aber 5-Zylinder ist 5-Zylinder, das bleibt auf jeden Fall, Allrad bleibt auch. Ja, ansonsten Anbauteile haben wir irgendwie nicht. Da wäre jetzt natürlich geil gewesen, wenn man genau das eben ändern könnte, diese Alu-Optik in eben so eine schwarze Optik, ne, wenn es das ja wirklich beim Hersteller gibt. Hinten können wir auch die Abrisskante entfernen. Ich weiß gar nicht, macht das einen Unterschied bei der Querbeschleunigung? Ja, tatsächlich. Also der hat auch einen Effekt, diese Abrisskante. Die lassen wir jetzt aber mal so. Und ja, die gibt es nämlich, glaube ich, auch in, sage ich mal, schwarzer Optik normalerweise. Aber hier jetzt in Wagenfarbe, was auch besser ist, weil das jetzt hinten auch noch mit dieser Alu-Optik wäre, glaube ich, nicht so geil. Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir mit den Semislicks gehen? Das würde natürlich auch schon viel bringen. Ja, ich würde sagen, machen wir, weil ich denke mal, wir werden auch Leistung nicht bei 400 PS bleiben. Die werden wir auch noch mal ein bisschen erhöhen. Da müssen wir natürlich dahingehend auch hier ein bisschen was verändern. Ja, Felgen würde ich, glaube ich, wieder die Felgen nehmen, die ich auch schon, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Video ich die verwendet habe, aber auch bei irgendeinem Audi. Jetzt muss ich die nur erstmal wieder suchen. Die ich finde, einfach so perfekt auf ein Audi passen. Aber ich finde sie gerade nicht. Hätte wahrscheinlich von oben nach unten gehen sollen. Aber hier sind die gar nicht, die ich suche. Der eine oder andere weiß wahrscheinlich jetzt schon, welche Felgen ich meine. Und zwar genau die hier. Nein, Spaß. Die wären eigentlich auch mal ganz cool. Könnte ich mir eigentlich auch bei dem Audi ganz gut vorstellen. Ist halt ein bisschen verrückter so. Aber nee, machen wir nicht. Was sind die denn? Wie wieder in der letzten Kategorie, war ja klar. Hier müssen die jetzt kommen. Komm, hier, genau. Diese OZ hier. Ich finde, die passen ganz gut. Die werden wir jetzt aber gleich doch noch wahrscheinlich nochmal umlackieren, weil jetzt hätten wir hier ja diese dunkle Optik, die an sich ja cool ist. Aber die passt halt zum Rest, finde ich, nicht so ganz, ne, oder? Weil zum Außenspiegel wird es ja wieder passen. Weil er hat ja auch diese, ich sag mal, Alu. Ups, das war nicht schlecht. Er hat ja auch diese Alu-Akzente, also diese hellen, dann würde es ja vielleicht passen. Aber vielleicht lassen wir es so. Passt ja irgendwie auch, oder? Ich find's cool. Bin irgendwie, das sieht bei dem Auto gleich viel geiler aus, meiner Meinung nach. Aber okay. Schmecker sind verschieden. So, beim Getriebe überarbeiten wir das Ganze auch nochmal. Zumindest mal das, was wir einstellen können. Ihr seht, in der Schaltzeit ändert sich nichts. Diff machen wir auch rein. Dann eben, Bremsanlage wird jetzt geändert. Ist auch direkt schon passend eingefärbt. Deswegen, das hätten wir ja auch vorher schon machen können. Dann natürlich ein anderes Fahrwerk, ganz klar. Das ist auch die Hauptsache. Auch Stabis braucht ihr unbedingt. Auch hier mit Domstreben und so weiter machen wir das Ganze mal ein bisschen. Und Gewichtsreduktion würde ich auch sagen. Hier, vielleicht gehen wir jetzt nicht, übertreiben wir es nicht komplett. Aber so ein bisschen Gewicht sparen auf jeden Fall. Dann Spurweite, gucken wir mal. Erste, zweite, dritte Stufe. Machen wir mal zweite.
Das Rad sollte ja vielleicht schon noch im Radkasten verschwinden können. Ja, machen wir auch hier. Weil ich glaube, hier machen wir sogar nur die erste Stufe, weil den Sturz werden wir sicherlich eh gleich wieder anpassen. So, wenn der jetzt ein bisschen tiefer da hängt, sage ich jetzt mal, dann sieht er schon mal ganz gut aus bei dem Fahrzeug. So, Leistung. Ich würde sagen, wir hören erst mal rein, was wir damit machen können. Ja, machen wir einfach mal, dann vielleicht vorne noch. Ja, dann wären wir bei 444 PS. Machen wir so, dann machen wir vielleicht noch Schwungscheibe rein. Und dann vielleicht noch hier Dingens rein. Also mal bei 799, ja, den einen LI schenken wir uns jetzt einfach. Und dann sollte das doch passen. Oder machen wir, einfach weil es der eine LI ist, vielleicht machen wir dann doch hier eins mehr. Aber dann geht es trotzdem nicht auf 800. Egal, machen wir jetzt trotzdem so. Der eine LI stellen wir uns einfach vor. Ja. So, dann haben wir das gemacht. Dann würde ich sagen, okay, was ich noch kurz probieren wollen würde, wäre, jetzt gehen wir doch noch mal kurz ins Design rein. Könnten wir den Heckflügel denn, tatsächlich, den könnten wir ändern. Den Wagenfarbe so machen. So. Machen wir das einfach so. Was soll's, wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich ja doch hier die eine Farbgruppe. Ne, die ist es nicht. Farbgruppe 1. So, ne. Ne, dann machen wir mal auch hier Aluminium-Optik. Aber gebürstet. Aber nicht ganz so dunkel vielleicht. Weil, ganz ehrlich, nee, wir lassen es so. Das war schon ganz gut so, glaube ich. Ich glaube, das sieht gar nicht so geil aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Machen wir so. Labern wir nicht lang drum rum. Jetzt geht's mal raus auf die Straße und dann natürlich ein bisschen ins Feintuning. Weil, ich denke, da gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen was zu optimieren. Wobei, ich glaube halt wirklich bei dem Fahrzeug schon, alleine das Fahrwerk, alleine die Bremsen werden das Fahrzeug schon so viel besser machen und diese Schwächen so ein bisschen ausmerzen. Wenn der so tief liegt, dann ist das schon eine andere Nummer hier. Ja, Getriebe, genau das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich bin auch die meiste Zeit auf der Teststrecke im dritten Gang geblieben, in den langsamen Abschnitt. Also ich bin gar nicht im zweiten Gang runter. Ich glaube, ich habe den zweiten Gang nur beim Hochbeschleunigen, beim ersten Mal Hochbeschleunigen benutzt. Das hatte auch einen Grund, weil das Getriebe sehr kurz ist. Und tatsächlich, wenn ich in den zweiten Gang gegangen bin, dann hat es sehr, sehr oft dafür gesorgt, dass das Fahrzeug noch unruhiger geworden ist, gerade auf der Bremse. Und deswegen bin ich die meiste Zeit im dritten geblieben. Power ist da ja mehr als genug da. Also der 5-Zylinder macht da schon einen guten Job. Und was man vielleicht noch positiv erwähnen kann, das habe ich in der Teststreckenrunde auch nicht gesagt, er hat auf jeden Fall keine Tendenz zum Untersteuern gehabt, was ja bei einem Quattro nicht immer unbedingt so der Fall ist. Also da haben wir ja schon ganz andere Fälle erlebt. Und deswegen, ja, das kann man wirklich positiv hervorheben. Allerdings, wie gesagt, er hat halt auch dann wiederum auf der Bremse seine Problemchen gehabt. Aber ganz ehrlich, ohne jetzt was eingestellt zu haben, und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht die Teststrecke, aber das ist schon ganz anders. Auch gerade jetzt ein bisschen gucken auf der Bremse, ein bisschen später bremsen. Ja, also das Getriebe muss man noch mal ein bisschen anpassen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. So blöd es klingt. Der erste Gang war ein bisschen länger, der zweite ein bisschen länger. Der dritte auch nur ein bisschen. Danach kann man es quasi einpendeln lassen, würde ich sagen. Der siebte Gang ist eh nur Spritspargang, den können wir eigentlich ignorieren. Ein bisschen kürzer aber auch, so. Reifen passen wir alles mal. Dann hier gucken wir ganz kurz mal in der Live-Telemetrie. Wieder beim Sturz, da wir immer auf das belastende Rad achten. Also bei einer Rechtskurve auf die linken Räder, also auf den linken Sturz. Der ist aber gar nicht so schlecht eingestellt, würde ich jetzt meinen. Also hinten passt er sogar. Vorne würde ich auch gar nicht so viel reduzieren. Das ist wirklich. Nö. Also ich würde sagen, wir gehen vorne zwei Klicks, mehr nicht. Ja, der braucht den Sturz tatsächlich. Machen vielleicht ein bisschen Stabilität hinten. Einlenkverhalten passt eigentlich soweit. Vielleicht hier ein bisschen noch Nachlauf. Das würde ich auch mal so lassen. So mittlere Stabis. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal Stabis, was er ja so nicht hatte, beziehungsweise nicht so entsprechend sportliche Stabis. Wir könnten ihn sogar noch ein bisschen tiefer legen. Okay, dann, ja, müssen wir mal gucken. Zu weich will ich es auch nicht machen.
Druckstufe vielleicht reduzieren. Der Rest sollte eigentlich erstmal passen. Ihm vielleicht ein bisschen mehr auf die Hinterachse geben hier. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, die Einbauteile alleine, wie ich es mir schon fast gedacht habe, machen den Unterschied bei dem hier. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Vielleicht immer noch die Hinterachse rutscht so ein bisschen. Aber trotzdem alles kontrollierbar und fühlt sich jetzt auch sehr sportlich an. Und ich meine, so eine S3 oder auch die S3 Limo ist natürlich in seiner Klasse echt nicht zu verachten. 400 PS in der Klasse, ja, also um da mal ein paar andere Fahrzeuge zu nennen. Ja, wir haben einen Golf zum Beispiel da mit drin, also einen Golf GTI oder einen Golf R mit drin. Wir haben ja einen Cayman S, wenn ihr so wollt, mit drin. Wir haben die A-Klasse mit drin. Und die kommen alle da irgendwo leistungstechnisch da nicht so irgendwo ran. Und der hat auch im Real Life den einen oder anderen auf diversen Rundstrecken auch geschlagen. Also der S3, der kann schon performen. Das ist schon ein ordentliches Fahrzeug. Und ich denke mal, gerade in der Stufenheck-Limousinen-Variante ist es natürlich auch mit dem Radstand nochmal ein bisschen, glaube ich, länger. Bin ich mir nicht sicher. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dadurch auf jeden Fall sehr sportlich auch daherkommt. Und dementsprechend, ja, schade halt. Also ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich auf der Teststrecke, weil er dann doch so Probleme gemacht hat. Und ja, um die Probleme, also man war mehr damit bemüht, diese Probleme zu umgehen. Und das hat natürlich am Ende auch ein bisschen Zeit auf der Teststrecke gekostet, das ist klar. So. Dann gucken wir doch mal, wie er denn gegen drei Vatara so abschneiden kann, auch gerade jetzt in dieser Klasse. Hot-Hatch-Klasse sind, logischerweise, wenn wir jetzt die Limo-Variante haben, sondern sind jetzt in der Limo-Klasse. Da sollten wir Uppsala eigentlich auch anstinken können. Wenn ich jetzt hier den R6 so sehe, also ich hoffe wirklich, dass wir den neuesten R6 auch noch dazu bekommen. Aber da wir jetzt ja so ein bisschen Audi-Wochen vor uns haben, ja, vielleicht kriegen wir das ja noch. Mal gucken, was in der nächsten Serie so kommt. Wäre es auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir uns nach vorne kämpfen können. Ja, der R3 wäre natürlich auch ein perfektes Fahrzeug jetzt für eine kommende Cops vs. Racer-Ausgabe. Würde vom Leistungsindex da ganz gut reinpassen. Und ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir den früher oder später mal in der CVR-Ausgabe sehen werden. Ob es jetzt direkt am Wochenende ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere aus der Gruppe den unbedingt fahren möchte. Und deswegen gucke ich einfach mal, was die anderen da so fahren. Und die mich ja anpassen. Aber ich denke mal, früher oder später werde ich ihn auf jeden Fall mal auspacken. Ich meine, den ersten R3, also aus der ersten Generation in Sportsback, bin ich auch schon gefahren. Die Hinterachse rutscht doch ein bisschen mehr als gedacht. Also ich glaube, was ich ändern werde noch, ist beim Stabi ihn tatsächlich ein bisschen weicher. Oder beziehungsweise, ich glaube, die Vorderachse würde ich glaube ich nicht härter machen. Ich glaube, ich mache die. Wobei, ich habe ich mache eine Mischung aus beidem. Also einerseits passe ich den Rake ein bisschen an, also die Fahrwerkshöhe jetzt vorne zu hinten. Und zum anderen passe ich, glaube ich, das Verhältnis der Stabis noch ein bisschen an. Weil einerseits möchte ich dieses sportliche Einlenkverhalten nicht verlieren, aber andererseits würde ich ihn schon gerne ein bisschen stabiler auf der Hinterachse machen. Natürlich immer mit der Gefahr, dass es dann leicht oder zu leicht im Untersteuer neigen kann. Aber wenn es halt dadurch mehr Stabilität gibt, finde ich persönlich immer geiler, weil man dann mehr am Limit pushen kann. Und nicht immer dann Gefahr läuft, dass die Hinterachse mal kommt. Und dann bist du nämlich immer
damit beschäftigt, das Fahrzeug wieder einzufangen, was dann in der Summe mehr Zeit kostet. Also wenn das Fahrzeug von sich aus ein bisschen mehr Stabilität mit sich bringt, dafür aber halt leichte Tendenzen zum Untersteuern hat. Ja, der 5-Zylinder dürfte meiner Meinung nach noch ein bisschen brachialer klingen, aber ich glaube, das habe ich beim TTRS-Video schon gesagt. Also er dürfte schon noch mal ein bisschen... Er klingt nicht schlecht, aber er müsste einfach ein bisschen lauter, ein bisschen intensiver sein. So, jetzt setze ich das mal in die Tat um, was ich gesagt habe. Ja gut, man sieht es auch hier schon. Krass, ne? 17,4 zu 12,4 sagt eigentlich schon alles aus. Da gehen wir mal ordentlich höher. Und dann beim Stabi, wie gesagt, gehen wir auch ein bisschen, ja doch, wie gesagt, vorne nicht härter, eher hinten weicher. Und dann vielleicht die Federrate doch wieder ein bisschen erhöhen. So, und dann gucken wir mal. Okay, jetzt sieht es natürlich ein bisschen krass aus, weil da hinten jetzt abgesenkt ist und vorne nicht so. Aber gut. Dann müssen wir das halt nochmal anpassen. Ich mag das nicht, wenn ein Rad im Radkasten verschwindet. Ich weiß, in der Tuning-Szene voll beliebt. Ich finde es furchtbar hässlich. Deswegen machen wir das wieder eher so. Und dann machen wir den insgesamt ein bisschen. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie er darauf reagiert. Weil es zu untersteuernd ist. Ja, pass mal auf. Vielleicht zu übertrieben, das Verhältnis gar nicht ändern müssen. Aber so ein bisschen halt zumindest. Also er geht immer noch gut um die Ecken. Nicht mehr ganz so aggressiv. Aber insgesamt dürfte jetzt halt die Hinterachse deutlich stabiler liegen. Wie gesagt, ein bisschen enger als gedacht. Aufgepasst, dann passen wir noch ganz kurz das hier an. Und auf der Bremse würde ich fast schon sagen, ja, ich würde es tatsächlich ein bisschen reduzieren. 1% ist nur 1%, aber es macht schon mal viel aus. Er neigt immer noch dazu, sehr schnell zu blockieren. So krass wie in der Serie. Ja, also man merkt jetzt insbesondere bei den Tuning-Einstellungen, dass diese ganz engen Ecken nicht mehr so... er sich dann nicht mehr so reinwirft, sagen wir es mal so. Was aber dafür sorgt, dass er, wie gesagt, ein bisschen stabiler bleibt, ein bisschen höheren Radius diese Kurve fährt, aber dadurch wiederum auch die Geschwindigkeit höher hält. Also mehr Geschwindigkeit in die Kurve reinnimmt und auch aus der Kurve rausnimmt. Deswegen mag das vielleicht für den einen oder anderen im ersten Moment vielleicht gar nicht so geil sich anfühlen, im Vergleich so wie er das in der Serie tut. Aber in der Summe, in der Rundenzeit, wird es so viel besser sein und es wird dir definitiv mehr Stabilität und Sicherheit an dem ganzen Fahren mitgeben. So, dann würde ich sagen, testen wir das auch nochmal im Rennen aus. Machen wir nochmal ein Sprintrennen. Jetzt glaube ich, keins in der Nähe hier. Also das Dirt-Rennen da, aber das machen wir jetzt lieber nicht. Wobei so ein Rallye-Aufbau wäre sicherlich auch mal ganz cool. Ja, das ist ein bisschen zu viel Topspeed. Ein bisschen nehmen wir das hier mal. Ein bisschen bremsend und so weiter will ich dann auch machen. Ja, und dann sind wir aber tatsächlich schon wieder raus aus der Folge. War jetzt ein bisschen mehr Tuning heute, aber insbesondere Feintuning. Aber gerade bei so einem Fahrzeug macht es ja dann auch Sinn. Wenn man merkt in der Serie, irgendwas stimmt da nicht, dann finde ich das ja immer sehr interessant. Weil ursprünglich hätte ich wahrscheinlich einen ganz anderen Aufbau heute gemacht, aber als ich dann auf der Teststrecke gemerkt habe, hoppla, der hat da schon so seine kleinen Baustellen, dann war mir klar, nee, okay, dann müssen wir erstmal das in den Griff bekommen, bevor wir vielleicht dann irgendwann in Zukunft im Let's Play an andere Baustellen gehen. Oder also andere Tuning-Umsetzungen gehen.
extra ein bisschen passiv bremsen, damit ich den nicht reinkachel. Was macht natürlich der Jaguar? Er macht die Dive-Bomb des Todes. Naja, dann drücke ich mich halt auch nicht durch. Das kann ich auch. Also, bei aller Liebe, das ist noch fernab von jetzt untersteuern. Das ist halt nicht mehr ganz so hecklastig, wie es vorher war. Aber ich gebe es Tuning frei, könnt ihr gerne auch mal testen. Ich glaube, es wird dem einen oder anderen, zumindest mal denjenigen, die auch in der Serie diese Probleme hatten mit dem Fahrzeug, wirklich auch zusagen. Die natürlich mit der Serienfahrbarkeit schon zufrieden waren, ja, die brauchen das jetzt hier nicht unbedingt. Dann manchmal vielleicht auch ein bisschen Fahrstil abhängig, aber ich finde es so millionenmal geiler, wie er sich jetzt fährt. Tisch ein bisschen tiefer gelegt. Sieht natürlich schon auch geiler aus nochmal. Der R3 hat für mich eh so ein bisschen zu kastenförmig gewirkt, aber jetzt, wenn er so ein bisschen tiefer ist, dann stimmt das Verhältnis schon wieder ein bisschen besser. Wie gesagt, man darf nie vergessen, es ist ein R3. Ja, wenn es auch die Limo-Version ist, aber also die Stufenheck-Limo-Version, aber trotzdem. Da gibt es noch dickere Dinger im Hause Audi. Die werden wir auch sehr bald sehen hier im Let's Play. So oder so sind wir jetzt aber auf jeden Fall raus. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Und natürlich auch gerne Feedback in die Kommentare. Wie gesagt, gerne auch die Audianer ein bisschen Auskunft geben oder Sachen ergänzen. Ich sage jetzt aber tschüss, mach's gut und bis dann. Ciao! We'll be right back.